Okay, ich habe einen Dunkbrocken, mit dem kann ich irgendwas machen, irgendjemanden anlocken oder vertreiben oder ich weiß auch nicht. So, wo gehen wir jetzt hin? Ja, das, wo es am ehesten was zu sehen gab, war ja am Fluss. Also da, wo es die Bananen und den Findling gibt. Versuchen wir das nochmal. Probieren es einfach mal. Gewissen. Ja, ich will das wagen. Jetzt taucht die große, unangenehm stachelige Rückenflosse auf. Gehe weiter nach Westen. Und die Kreatur schnellt hoch und das hat offensichtlich nichts gebracht. Schauen wir uns die nochmal an. Schau, Kreatur. Ja, neuer Versuch. Okay, was ist denn, wenn ich gehe Westen? Was ist denn, wenn ich den Dunkbrocken ablege hier? Lege Dunkbrocken, dass er hier noch ein bisschen, dass sich der Mief weiter verbreitet. Tja, möglicherweise ein lebensrettender Entschluss. Warum jetzt auch genau, aber gehen wir mal weiter nach Westen. Ja, ich will das wagen. Jetzt taucht die unangenehm stachelige Rückenflosse auf. Dass die Kreatur schnellt nach oben. Und das war's noch nicht. Lalala. Okay, also ich habe den Dunkbrocken zu früh abgelegt. So, ich bin noch ein Stück weiter nach Westen gegangen und da tauchte ja diese Rückenflosse auf und dann habe ich den Dunkbrocken abgelegt und jetzt erst das, genau, die Rückenflosse taucht auf, erstarrt aber im gleichen Augenblick mitten in der Bewegung, verzieht angewidert das grässliche Echsengesicht, macht heftig kehrt und taucht mit hektischen Flossenschlägen wieder auf und davon. Tja, ihr Dunkbrocken zeitigt ungeahnte Ergebnisse. Wahrscheinlich haben die Prontosaurier deshalb so lange dieser Welt bestehen können. Ja gut, dann ein Problem weniger. Gehen wir weiter nach Westen. Und jetzt schnellt die riesige, schreckliche Kreatur hoch. Das war ja dann, gehen wir wieder nach Osten, im Uferbereich. Ja, oder auch nicht. Die Kreatur schnellt hoch oder aber auch nicht. Merkwürdig. Am Findling. Hier ist die Grenze zwischen dem sanften Wasserstrom zum Ufer hin und einer reißenden Strömung, die sie von der Sandbank trennt. Dorthin scheint das Weiterkommen schier unmöglich. Ja, dann gucken wir uns doch erstmal den Findling an. Untersuche Findling. Der Findling ist nicht sehr groß. Die Strömung hat schon tiefe Risse in die Oberfläche gegraben. Kann ich hier nehmen? Nimm Findling. Den Findling können Sie nicht nehmen. Dann die Sandbank. Untersuche Sandbank. Die Sandbank liegt einen knappen Steinwurf entfernt westlich von hier. Dort stehen ein paar große Stauden mit Bananen. Neben einem angespülten Baumstamm, der auf dem flachen Sand liegt. Einen knappen Steinwurf entfernt. Aber wir haben die reißende Strömung. Wenn ich da jetzt nach Westen gehe, dann passiert doch bestimmt, die Strömung ist zu stark. Da kommt man nicht ohne Hilfsmittel hinüber. Was? Der bringt mich nicht um, sondern sagt mir, dass es nicht geht. Das ist ja unglaublich. Hilfsmittel, was haben wir denn? Was habe ich dabei? Ja. Was ist denn, wenn ich befestige Haken an Schaft? Enterhaken. Wenn ich das Seil am Enterhaken befestige, dann kriege ich doch den Wurfanker. Und jetzt werfe ich den Wurfanker auf den Baumstamm. Ah, keine schlechte Idee. Der Wurfanker fliegt. Tock! Bravo, Treffer! Der Wurfanker ist sicher im Holz des Baumstammes dort drüben stecken geblieben. Mit Hilfe des Seiles können Sie nun sicher dort hinüber gelangen.
Ja, dann gehe Westen. Auf der Sandbank. Dies ist ein trockenes, gemütliches Fleckchen mitten im Fluss. Außer einer Monsterspinne gibt es hier nichts Gefährliches. Außer einer Monsterspinne? Es stehen ein paar große Stauden herum, an denen hunderte Bananen hängen. Und am Ufer liegt ein großer Baumstamm. Weiter östlich im Fluss, jenseits der reißenden Strömung, steht der Findling im Wasser. Hier liegen ein paar Bananen herum. Jetzt gucke ich mir erstmal die Monsterspinne an. Untersuche Monsterspinne. Die Monsterspinne schaukelt im Sonnenschein in ihrem Netz und tut so, als hätte sie einen schrecklichen Giftstachel. Sie tut so? Irgendwie der Autor hat was mit Spinnen. Wir haben doch im Hawthorne-Haus hatten wir doch die altersschwache Spinne, der ich die Fliege fangen musste. Tja. Kann ich die mitnehmen? Eine schreckliche Monsterspinne. Die Monsterspinne zuckt vor, in Richtung ihrer Hand. Ja, sie tut doch nur so, als hätte sie einen Giftstachel. Und grinst sie dann geradezu unverschämt an. So, als würde sie sich einen Spaß daraus machen, die Leute zu erschrecken. Also sowas. Die Monsterspinne ist zwar groß und sieht schrecklich gefährlich aus, sie benimmt sich aber sehr anschmiegsam. Oh, eine Kuschelspinne. Ihre Berührungen sind so zart wie die eines Schmetterlings und es scheint bisweilen, als würde sie ein wenig schnurren. Sie haben die Monsterspinne genommen. Ach, wie süß. Okay, und dann hast du auch noch Bananen. Nimm Bananen. Sie haben die Bananen genommen. Ja, endlich ein bisschen Erholung in dieser schrecklichen Welt und ein guter Moment zum Abspeichern. So. Also, dies ist ein trockenes, gemütliches Fleckchen mitten im Fluss. Und jetzt gibt es hier nichts weiter. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder zurück. Also, der Wurfanker, habe ich den? Nimm Wurfanker. Sie haben den Wurfanker genommen. Wurfanker auf Findling. Wenn wir wieder zurückkommen. Dann gehe nach Osten. Wir nehmen den Wurfanker wieder mit. Weiter nach Osten. Weiter nach Osten. Im Uferbereich. Oh. Die Rückenflosse. Gehe Osten. Flussufer. Okay. So. Jetzt mal überlegen. Also ich habe jetzt eine Monsterspinne, mit der kann ich, naja, wen kann ich damit erschrecken? Sicher nicht den Säbelzahntiger und sicher auch nicht den Tyrannosaurus. Ich habe Bananen. Die Bananen könnte ich dem Brontosaurier geben. Nur was bringt mir das? Was passiert denn, wenn ich... Gehen wir mal nach Osten. Wenn ich den, der Brontosaurier ist ja direkt westlich vom Säbelzahntiger. Also wenn ich jetzt nach Süden gehe, lege die Bananen. Nicht Bananen, sondern die Bananen. Lege Bananen. Die Bananen liegen jetzt hier auf dem Boden. Warte. Oh, der Säbelzahntiger schickt ihnen offenbar als dingende Warnung ein heiseres Brüllen entgegen. Der riesige Brontosaurus stampft herbei und bemächtigt sich der Bananen, die sie ihm freundlicherweise kredenzt haben. Das allerdings passt dem Säbelzahntiger gar nicht. Aber so streitbar er auch sein mag, vor dem gigantischen Saurier ergreift er mit einem ärgerlichen Knurren die Flucht. Sekunden später schon ist er in der Ferne verschwunden. Okay, ein Problem weniger. Dann kann ich doch jetzt den Fleischbrocken nehmen. Nimm Fleischbrocken. Sie haben den Fleischbrocken genommen. So. Und wen locke ich jetzt mit dem Fleischbrocken? Kann ich vielleicht den Tyrannosaurus mit dem Fleischbrocken zum Triceratops locken? Gehe Norden. Gehe Norden.
So, da ist der Triceratops. Lege Fleischbrocken. Fleischbrocken liegt jetzt hier auf dem Boden. Dann warten wir mal wieder. Oh, das riesige Tier stößt ein ungemütliches Schnauben aus, dreht sich in ihre Richtung und senkt drohend den riesigen dreifach angehörnten Schädel. Angelockt von dem scharfen Geruch des blutigen Fleischbrockens erscheint der Tyrannosaurus Rex auf der Bildfläche und steht unversehens seinem Erzfeind, dem Triceratops, gegenüber. Beide Saurier verharren einen Moment. Der wehrhafte Triceratops bereitet sich auf einen Angriff vor, während sich der Tyrannosaurus für die lohnendere Beute zu entscheiden versucht. Denn dann ist es soweit. Die Zeit vergeht. Ich gehe nach Süden. Gehe Süden. Da, 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 da. Ja. Zu langsam. Nochmal. Okay, nächste Runde. Ich lege den Fleischbrocken und gehe dann sofort nach Süden. Und dann kann ich mir hoffentlich von weitem anschauen, wie der Tyrannosaurus Rex kommt. Scheint der Tyrannosaurus Rex auf der Bildfläche und steht unversehens seinem Erzfeind, dem Tyrannosaurus Rex, gegenüber. Dann auf der Düne. Gehe Westen. Oh, mit zwei Schritten ist er über dem Triceratops und will ihn am Hals packen. Der aber ist an dieser Stelle gut gepanzert. Im gleichen Moment stößt er seinem Feind die Hörner in den weichen Unterleib. Der Tyrannosaurus brüllt auf! Das Gefecht ist kurz. Der Tyrannosaurus schleppt sich schwer verletzt davon. Und der Triceratops lässt sein Siegesgebrüll durch den Farnwald dröhnen. Okay, einer weniger. So, am Flussufer. Dann schauen wir doch jetzt nochmal das Gebilde an. Untersuche die Gebilde. Schwer zu beschreiben von hier. Ziemlich groß, eiförmig und weiß mit ein paar blassblauen Tupfen drauf. Dann gehen wir doch jetzt mal nach Norden. Am Felsen. Der Felsen ist etwa 6 Meter hoch, oben flach und nur mäßig steil. Man könnte sicher hinaufklettern. Manchmal blitzt ein Sonnenstrahl von dort oben herab, so als würde er von irgendeinem glatten Gegenstand reflektiert. Am Fuße des Felsens in einer schattigen Nische liegen drei große eiförmige Gebilde. Ja, dann klettern wir doch mal nach oben. Etwas, was im Sonnenlicht reflektiert. Was könnte das wohl sein? Klettere nach oben. Ja, genaue Richtung. Oben! Da! Klettere hoch. Die genaue Richtung. Klettere auf den Felsen. Flussufer. Hä? Schaue. Nee, gehe Norden. Am Felsen. Jetzt nochmal Norden. In diese Richtung führt kein Weg. Ja, also da sind wir jetzt überall gewesen. Einmal zurück, einmal hin, einmal her, ringsherum. Es ist nicht schwer. Und jetzt am Felsen. Klettere rauf. Ach nee. Auf dem Felsen. Von hier kann man gut die Landschaft überblicken. Sollten Sie es noch immer nicht geglaubt haben, dies ist tatsächlich die Kreidezeit. Am Horizont rauchen Vulkane, die Wälder bestehen aus Farnen und Schachtelhalmen und allenthalben bewegen sich riesige Saurier durch das Land. Hier oben sitzt ein kleines Saurier-Baby. Naja, das wird mir wohl hoffentlich nichts tun. Schaue das Saurier-Baby an. Nun, klein ist relativ. Mit Sicherheit ist die Mama ein schrecklicher Tyrannosaurus. Und so wie dieses Saurierbaby beinahe so groß wie sie, okay? Seltsam, dass es drei Augen besitzt. Drei Augen, das kommt mir bekannt vor. Aber zum Glück hat es momentan noch nicht viel mit Jagd und Beutereisen im Sinn, sondern eher Unfug. Im Maul zwischen seinen spitzen Zähnen trägt es einen Edelsteinsplitter von unbestimmbarer Farbe. Ja, nee, das ist aber meiner. Nimm Edelsteinsplitter. Den Edelsteinsplitter haben sie schon. Nein, den anderen. Ja. Ja, macht es Sinn, es zu versuchen, ihm das abzunehmen?
Also es hat spitze Zähne zumindest. Was habe ich denn dabei? Was ist denn mit der Monsterspinne? Vielleicht ist ja das Saurierbaby zu beeindrucken. Lege Monsterspinne. Als das Saurierbaby die Monsterspinne erblickt, erstarrt es vor Schreck. Während sich die Spinne damit vergnügt, dem Saurierbaby drohende Gebärden und tödliche Blicke zuzuwerfen, kullert ihm der Edelsteinsplitter aus dem Maul und fällt zu Boden. Die Monsterspinne hebt drohend die Vorderbeine und knurrt das Saurierbaby an. Eine Spinne, die knurrt? Okay. Das ist zu viel für die Echse. Mit ohnmächtigem Schreck und unter verzweifelten Heulen dreht es sich um und saust davon. Ja, dann nimm den Splitter. Sie haben den Edelsteinsplitter genommen. Ihr Abenteuer in dieser Welt ist zu Ende. Als sie den Splitter nehmen, verschwimmt alles um sie herum und die geheimnisvolle Kraft reißt sie wieder mit sich in den Steinkreis. Okay, das war kurz und heftig. 5 Splitter haben wir jetzt. Fehlt nur noch der 6. Und dann, was auch immer wir dann mit allen 6 Splittern machen müssen. Nun gut, also das war das 5. Kapitel von Hexuma. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal zum 6. Kapitel, dem letzten, vorletzten. Also jedenfalls der letzte Splitter, der da noch zu finden ist. Ja, bis dahin macht's gut. Ad Astra.